Ja, hallo und herzlich willkommen zum Mattings Warentest. Vor einer Woche waren sie noch in Cupertino. Da hat sie Steve Jobs vorgestellt. Jetzt haben wir die beiden neuen MacBooks hier und wollen sie uns mal näher anschauen. Ja, besonders stolz war der Apple-Chef über das neue Unibody-Design der Geräte. Sprich, die werden aus einem Stück gefräst, wie er meinte und auf der Pressekonferenz vorführte. Es ist natürlich nicht wirklich ein Stück, wie man schon an der Unterseite hier sieht. Der Strich verrät, dass dort mehrere Teile zusammentreffen. Ist einerseits aber auch wiederum ganz praktisch, weil man nämlich einfach nur die Taste drücken muss. Dann kann man das eine Teil abnehmen und man hat sofort Zugriff auf den Akku, was wirklich sehr bequem ist, um den Akku zu wechseln. Wenn man einen Ersatzakku dabei hat, kann man damit die Akkulaufzeit verlängern. Zweite große Neuigkeit ist, dass Apple jetzt ganz viel Glas verwendet. Zum einen am Bildschirm. Der ist jetzt wirklich bis zum Rand mit Glas bedeckt, was den kleinen Nachteil hat, dass es doch arg spiegelt. Die Situation ist natürlich besonders extrem, wenn man so wie jetzt draußen sitzt. Aber auch im Büro, wenn eine Neonleuchte ungünstig hinter einem hängt, kann das durchaus ein Nachteil sein. Ebenfalls von Glas bedeckt ist das Touchpad. Das sieht man ihm nicht an. Was man aber sofort bemerkt, ist, dass ihm jegliche Tasten fehlen. Das hat mich aber überraschenderweise überhaupt nicht gestört bei der Bedienung. Man kann nämlich das Touchpad insgesamt als Taste benutzen. Es hat auch wirklich einen Druckpunkt. Jetzt könnte man denken, dass die zweite Maustaste womöglich fehlt, die zweite Taste. Die kann man aber sehr gut simulieren, indem man einfach zwei Finger benutzt, um zu klicken. Und dann wird die übliche Funktion aufgerufen, die sonst einer zweiten Maustaste zugeordnet wäre. Eigentlich hatte die Welt auf MacBooks für deutlich unter 1000, idealerweise sogar unter 900 Euro gewartet. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Mit Preisen ab 1200 Euro ist das Preis-Leistungs-Verhältnis aber trotzdem jetzt nicht allzu schlecht. Es ist durchaus zu rechtfertigen, sich so ein Gerät zu kaufen. Wenn man 600 Euro mehr ausgibt, bekommt man ein MacBook Pro, das seinem kleinen Bruder erstaunlich ähnlich sieht. Vom Design her, von der Leistung her ziemlich identisch ist. Es besitzt zusätzlich eine FireWire-Schnittstelle, einen Einschub für Express-Cards und es besitzt einen Grafik-Turbo von Nvidia. Ob das tatsächlich 600 Euro wert ist, das muss der Kunde schon selbst entscheiden.